Vermittlung? Die Direktion der Oper, bitte. Ich verbinde. Direktion de l'Opera? Gaston Leroux. Ich möchte bitte Monsieur Messager sprechen. Sie wissen doch, dass er nicht mit Ihnen sprechen wird, Monsieur Leroux. Ja. Bitte rufen Sie nicht mehr an. Monsieur le Directeur hat es Ihnen bereits mehrfach mitgeteilt. Ein Phantom hat es hier in der Oper nie gegeben. Es ist ein Mythos. Aber ich habe Berichte gefunden, in denen ausdrücklich von... Bitte respektieren Sie, dass die Oper an derlei Veröffentlichungen nicht interessiert ist. Wenn ich für meine Recherchen wenigstens Zugang zu den Archiven der Oper bekommen könnte... Was ich für Sie tun konnte, habe ich getan, Monsieur Leroux. Es tut mir leid. Mir auch. Auf Wiederhören, Mademoiselle Amélie. Auf Wiederhören. Verdammt! Das kann doch nicht alles umsonst gewesen sein. Hallo? Spreche ich mit Monsieur Gaston Leroux, dem Journalisten? Richtig, Madame. Das Phantom der Oper hat wirklich existiert. Wer spricht bitte? Es war keine Erfindung der Ballettmädchen, kein Aberglaube der Direktoren und auch kein Hirngespinst. Es hat leibhaftig existiert. Ich kannte es. Bitte, wer spricht? Wenn Sie Informationen aus erster Hand haben möchten, sollten Sie mich aufsuchen. Vergeuden Sie keine Zeit. Dann geben Sie mir bitte Ihre Adresse, Madame. In der Rue de Rivoli finden Sie ein kleines Kloster mit einem angeschlossenen Altenstift. Besuchen Sie mich dort. Gut. Ahnen Sie wirklich nicht, wer ich bin? Madame Giry? Also habe ich Sie doch nicht zu Unrecht für einen Heldenkopf gehalten. Dann wissen Sie ja auch, dass ich früher eine der Logenschließerinnen der Oper war. Ja. Unter anderem hatte ich für Loge Nummer 5 Sorge zu tragen. Die Loge des Phantoms. Ganz recht. Seine Loge. Ich erwarte Sie, Monsieur. Im rötlichen Licht des Sonnenuntergangs saß ich wenig später im Klostergarten einer zarten, alten Dame gegenüber, die mich mit sehr wachen Augen musterte. Madame Giry, wie haben Sie davon erfahren, dass ich Recherchen über das Phantom anstelle? Nun, eine Verbindung zwischen mir und der Oper besteht noch immer, auch wenn ich schon lange nicht mehr dort tätig bin. Amélie, die Sekretärin des Direktors, ist meine Enkelin. Ah ja. Die Tochter meiner Meg. Damals, als das Phantom umging, war Meg noch ein junges Mädchen. Wussten Sie, dass sie im Ballettensemble getanzt hat? Man sagte ihr eine große Karriere voraus. Ich habe davon gelesen und auch eine alte Fotografie gesehen. Ihre Tochter war sehr schön, Madame. Schön und begabt. Aber Sie sind ja nicht hier, um über meine Tochter zu sprechen, Monsieur Leroux. Ich will Ihnen die Wahrheit über das Phantom erzählen. Ich bin die Letzte, die davon weiß. Alle, die diese Zeit erlebt haben, sind mittlerweile verstorben. Es ist lange her. Sehr lange. Wie kam es zu Ihrer ersten Begegnung mit dem Phantom, Madame? Es war 1880. Ich hatte gerade meine Stellung als Logenschließerin an der Oper aufgenommen. Eines Abends wurde dreimal von innen an die Tür von Nummer 5 geklopft, obwohl ich ganz genau wusste, dass die Loge unbesetzt war. Ich öffnete leise die Tür und trat in das Dunkel der leeren Loge. Merkwürdig. Ich muss mich getäuscht haben. Hallo? Da jemand? Sie sind Madame Giry, nicht wahr? Monsieur, wissen, wer ich bin? Ich habe mich erkundigt, wer nun für diese, meine Loge zuständig ist. Wo sind Sie? Suchen Sie nicht.
Sie werden mich nicht zu Gesicht bekommen. Niemals. Ich bin das Phantom der Oper. Das Phantom? Ich habe von Ihnen gehört. Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Bringen Sie mir bitte ein Programm und legen Sie es auf den Platz neben der Säule. Sehr wohl, Monsieur. Ich danke Ihnen. Tragen Sie auch bitte in Zukunft dafür Sorge, dass ich in meiner Loge nicht gestört werde. Madame Jarry. Seit diesem Abend kümmerte ich mich um die Belange des Phantoms, wenn es die Vorstellung besuchte. Ich ging dabei stets sehr diskret vor, so dass es keinen Grund zur Klage hatte. Im Gegenteil, durch das stets für mich nach der Vorstellung bereitliegende Trinkgeld konnte ich ersehen, dass es meine Dienste sehr zu schätzen wusste. Dies tat auch die Direktion der Oper, die mich anwies, das Phantom stets zuvorkommend zu bedienen. Da mein Logengast wusste, dass auf mich Verlass war und ich nie den Versuch unternommen hätte, ihn zu Gesicht zu bekommen, herrschte bereits nach kurzer Zeit ein Vertrauensverhältnis zwischen uns. Wie ich später erfuhr, stand aber noch jemand in Kontakt mit dem Phantom. Gleichwohl lernte sie es unter einem anderen Namen kennen. Es war die junge Sängerin Christine Daye, die von der Direktion die Erlaubnis erhalten hatte, nachts im Theater zu üben. La 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 la. Christine. Monsieur, Sie haben mich erschreckt. Ich wusste nicht, dass jemand außer mir mitten in der Nacht hier ist. Es ist auch niemand hier. Wie meinen Sie das? Seit Wochen schon ergötze ich mich jeden Abend an deinem Gesang. Monsieur, Sie machen mir Angst. Bitte kommen Sie aus dem Dunkel hervor und zeigen Sie sich mir. Ich kann mich nicht zeigen.